Jo. Oh, 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 oh. Ah. Ein paar Schüsse und gut, geht es. Und weiter. Ja. Cool, Geld. Oh, cool. Wow. Jo, also. Ja. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Das sind. Nee. Wie kriege ich das jetzt hin? Das ist diesmal eine gute Frage. Ja, es ging auch wieder zu schnell. Liegt sie. Guck mal, was hier drin ist. Okay. Genau so konnte es gehen. Hier wäre so ein Strahl. So, repariert und weiter kann's gehen. Ich hoffe, es geht weiter. Raumersetzung abgeschlossen. Ist nichts drin. Ah, was kreist ich denn da rum? Sichern. Und weiter geht's. Dumpty dumpty dump. Ja. Kommt eigentlich noch diese Aliens her? Ich habe hier keine Munition. Ach komm. Oh ja, schnell Munition aufnehmen. Wie war das mit dem Heilen? Cool. Ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Waffen habe ich jetzt Munition erstmal.
Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Ne, bei einem normalen Koffer funktioniert es nicht. Schade. What the fuck? Fast schon wieder wie neu. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben ach einen Platz gefunden. Smith hat einen umgelegt. Kennen wir ja schon. Oh, da hinten wird, okay. Ja, irgendwie höre ich ja noch was. Oh. Wofür ich dieses Geld sammle, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja. Also so gruselig finde ich das Spiel nicht. Ich hatte mir jetzt eigentlich gruselige vorgestellt. Naja, ich hoffe mal, Dead Space 2 wäre ein bisschen gruseliger. Ich stehe zwar nicht auf solche Spiele, nur egal. Ich finde es immer witzig, wie viel Blut da eigentlich an solchen Viechern rausspritzt. Na egal. Und zack, der Armpflicht runter.